Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Challenge. Heute eine kleine Kombi-Challenge. Wir spielen Pokémon Blue Version, die Nuzlocke Randomizer Challenge. Ja, Randomizer kennt jeder mittlerweile bei mir, dieses Mal mit auf Mid-Commentary. Was allerdings neu ist, wird der Bereich des Nuzlocke-Challenge sein, die damit dazukommt. Battle Animation lassen wir einfach mal on. Der Battle Style Dial wird auf Set gesetzt und ich komme gleich zu den Regeln der Nuzlocke. Moment, Polygon, cool. Wir ändern sie ein bisschen ab, sprich, wir geben den Pokémon wohl Spitznamen. Was ich allerdings auch machen werde, ist nur das erste Pokémon auf einer Route muss gefangen werden. Spitznamen sind drin. Wenn ein Pokémon drauf geht, dann ist es aus dem Team. Ja. Und mehr gibt es eigentlich kaum noch zu sagen. Ne? Außer Nuzlocke. Das ist mein Rivale. Du bist heute wirklich mal... Du bist blau. Du bist blau. Mein Rivale ist blau. Hat gesoffen. Richtig, sein Name ist blau. So, okay. Am Anfang werde ich es wie üblich bei mir machen. So, die Randomizer Nuzlocke ist so gelegt, dass die Pokémon random sind, die Trainer random Pokes haben, die Items auch alle random sind. Ich weiß nicht, hier ist Potion noch normal, okay. Die englische Variante ist es, weil meine Originaldeutsche das nicht annimmt. Leider. Was ich machen möchte, was ich am Anfang auch tun werde, ist die drei Starter mir anzusehen und ihren Attackenpool zu sehen. Mich vorher aber zu entscheiden. Ja. Ja, ja, diese Pokebällen ist gut, alter Mann. Lass mich mal gucken. Okay, wir gucken uns die Pokes mal an. Radfratz, super. Ammonitas, okay. Und Machomai. Okay, jetzt muss ich mir überlegen, welches Poke ich nehme und dann werde ich mir die Attacken von jedem ansehen. Ich sag mal so, Machomai ist eine Maschine. Radfratz nehmen wir nicht. Ich nehme jetzt wirklich Machomai. So, wir gucken uns deswegen jetzt erstmal alle anderen Pokes an. Machomai ist klar, muss sein. So. Ich habe Radfratz bekommen. Und du bekommst dann... Kriegst du das auch? Okay, dann nimmt das auch. So, was kann Radfratz? Oh ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Oh scheiße, okay, das wirft einiges über den Haufen. Guckt euch mal den Typen an. Electric Ghost. Angriff ist schlecht, Speed ist super. Bone Club und Rage. Das wirft natürlich einiges über den Haufen. Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Ich habe die Typen ja auch geändert. Das ist ja alles random hier. Oh. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht mit Machamp. Eis. Oh, nice. Ein Eistyp. Hydro Pump und Razor Leaf. Kacke. Obwohl, lernt Machomai überhaupt Attacken? Wenn nicht, wäre das doof. Dann würde ich gerne noch wechseln. Geht das? Ach, guck mal, das geht noch. Wenn das jetzt lernt, mach mal, lernt keine Attacken mehr, ne? Poison, nice. Quick Attack, Sand Attack, Thundershock. Sollen wir ihn trotzdem nehmen? Lol, wenn man überlegt, Radfratz ist vom Typ Elektrogeist. Okay, weißt du was, Leute, ohne Scheiß. Das mit dem Typen wusste ich nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach Radfratz.
Ja, und Radfass bekommt einen Nickname. Und zwar bekommt er den Nickname. Weißt du was? Ich habe einen guten. Ich habe ein schönes Nicknamechen. Rotom. Ah ne, ich muss anders nennen. Ich muss es umgekehrt nennen. Das sieht besser aus. Fake Rotom. Passt das? Weil Rotom, wie wir alle wissen, ne, teilweise auch Elektro ist auch Elektrogeist. Passt ganz gut. Ups. Fake Rotom. So. Den nehme ich jetzt, komm. Und weißt du was? Ist mir scheißegal. Ich darf das jetzt. So. Ganz wichtig. Der erste Kampf hier läuft wie folgt ab. Wenn ich den verlieren sollte, dann ist das halt so. Da tritt die Nuzlocke noch nicht in Kraft. Die Nuzlocke tritt in Kraft, sobald ich Pokebälle habe. Das muss noch gesagt sein. Scheiße, die Typen sind ja auch alle komplett anders. Ach du Kacke. Ja, Fake Rotor und Bone Club. Gut, dass die Nuzlocke erst später in Kraft tritt. Dum, dum, dum. Okay, los geht's. Nuzlocke beginnt aber erst, wie gesagt, wenn ich Pokebälle habe. Hier gibt's Voltobälle. Dizzy Punch. Oh, Alter, der dicke Rockslide! Okay, der gibt mir tatsächlich eine Potion. Gut. Oh mein Gott, was habe ich mir damit angetan, ey? Okay, es gibt auch Dodo hier. Ich will erstmal abhauen und später die Sachen testen. Alter, das wird extrem schwer. Also, das ist ja mal echt crazy. Ich muss nebenbei ein bisschen was trinken, Leute. Okay, ich hätte. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass ich die Typen geändert habe. Ups, nein, nicht zweimal. Krass, ja, das kannst du natürlich auch bei der Nuzlocke machen. Ich meine auch, ich habe da. Das werdet ihr dann am Anfang des Videos gesehen haben. So ein kleines Intro gemacht, von wegen. Das hier sind. Die Einstellungen, die ich gewählt habe. Und da habe ich selbst auch nicht mehr dran gedacht. Das ist ewig her, dass ich die gemacht habe. Und jetzt hatte ich nochmal gesehen. Oh. Da ist ein Pokémon Randomizer Nuzlocke Game noch. In meiner Reserve, das könnt ihr euch mal drehen. Vor allen Dingen diesmal auch mit Kommentar, denn die letzten waren ja immer unkommentiert mit Musik unterlegt. Diesmal habe ich gedacht, komm, weißt du was? Bei Pokémon Blau Randomizer Nuzlocke, dann machst du das mal. Puh. So, wir holen jetzt das Pokébälle und dann beginnt der Spaß. Wenn ich natürlich jetzt alle meine Pokes verlieren sollte, dann ist Game Over, ne? Dann ist das Spiel vorbei. Stell dir mal vor, wie kacke das wäre nach einem Part. Mappe braucht kein Mensch, ne? Das ist ja Blödsinn. Okay, ich kann auch die gleiche Kacke kaufen. Also ich kaufe echt mal 10 Stück davon. Aber ich kann keine. Antidote. Paralyze Heal. Ich weiß nicht, was die hier drauf haben. Burn Heal. Paralyze Heal noch ab zweimal, okay. Dann gehen wir mal auf Route 1. Go. Das ist ein Voltoball, okay. Yes! Okay, Voltoball bekommt den Spitznamen. Ja. Ich habe einen. So, Enels Ball. Okay, wir gucken uns Enels Ball mal an. Enels Ball. Ground Psychic, Alter. Bodenpsycho. Mega gut. Rock Slide und Dizzy Punch. Okay.
Jetzt gehe ich erstmal heilen. Ich glaube aber, bei dieser Nuzlocke werde ich das nicht mit einem Rand machen, wie ich die letzten gemacht hatte. Ich werde diese einfach so mit... Fuck, Nidorino. Okay, Bone Club ist sehr effektiv und geflincht. Nice. Ein Myrapla. Lass mich mal eben überlegen. Guck mal, ich bin ja vom Zweityp Geist, ne? Hab ich eigentlich irgendeine Schwäche? Müssen wir mal gucken. Oh, nice. Kometenschlag, okay. Ich will auf jeden Fall jetzt ein bisschen hier trainieren. Ja, siehst du? It doesn't affect. Ist ein Kampfmove. Okay. Was bist du denn, wenn normale Attacken? Dann kannst du ja nur ein Geist sein. Geistgift oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Das gibt hier so schöne Pokémonster. Nice! Fake Rotom lernt Blizzard! Und weg. Das gefällt mir jetzt schon. Fake Rotom hat erstmal Blizzard gelernt. So, jetzt ist es Level 8, jetzt switch ich mal, denn Enels Born muss auch noch trainiert werden. So, wenn der Boden funktioniert, funktioniert auch Gestein. Ja. Ist auch sehr effektiv, nice. Schwein gehabt. Das ist gar nicht so leicht, Leute. Wie mancher vielleicht glaubt. Vor allem wird mich das Switch-Modus noch Debs behindern, das sag ich dir. Aber wir wollen es ein bisschen schwierig haben, ne? Wir können es ja leicht, ist ja easy. Das war ein Crit. Warum treffe ich denn nicht? Komm, Rockslide, yes. Den müssen wir natürlich auch noch ein bisschen pushen. Da gibt's Noctua. Die sieht halt so doof aus, ne? Noch ein Nidorino, das ist sehr gut. Alter, das ist Bodenpsycho. Ich muss mich echt umorientieren, dass ich mir das merke. Bodenpsycho, mega gut. Wenn der Spezialangriff jetzt noch stimmt, dann läuft's. Und das Ding überlebt, kriegt er später Psychic drauf. Ich würde ihn gerne noch ein. Oh Gott. Mach trotzdem nur einen Schaden. Ich würde ihn gerne noch so ein Level trainieren. Auf 7 wäre oh geil. Und dann gehe ich nach links und gucke mir da mal an, was es da für Pokes gibt.